Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Let's Play Minecraft in der Vanilla Extended Edition. Nein, natürlich nicht. Wir haben letzte Mal mit Pesti zusammen das obere Stockwerk, das zeige ich nochmal ganz, ganz kurz. Moment, ich muss erstmal wieder die richtige Kameraposition ausfindig machen. Ja, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, haben die Außenwände hergerichtet. Das Dach ist noch nicht komplett, weil wir nicht genug Birkenholz gefunden haben. So, nichtsdestotrotz gehe ich nochmal nach draußen schauen, denn da haben wir ja noch ein paar Hoppelhäschen, die wir unterbringen müssen. Da ist zum Beispiel schon mal einer und... Nanu, was ist da denn? So. Hilfe! Oh nein, die arme Dame ertrinkt. Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Ja, dann hör auf mit dem Arm zu wackeln und komm nah ans Land. Ich bin so erschöpft. Ja, ja, wer bist du denn? Ich bin die Chaos-Chassis. Stimmt, steht ja auch über deinem Kopf. Siehst du, da habe ich mir extra dran gemacht. Mein Schiff ist untergegangen. Mein ganzes Zeug ist weg. Oh, Kacke. Ja, was machen wir denn da? Mensch, ja komm, dann kleiden wir dich erstmal neu ein. Und du kommst später in die Pfanne. So. Da mal rein in die gute Bude. Sehr hübsch hier. Ja, danke. Es ist zwar noch nicht fertig, aber so langsam wird es. Und den Keller muss ich auch mal ausleuchten. So. Ja, Mensch. Dann schauen wir mal, was wir hier für dich haben. Dann würde ich sagen, kleiden wir dich einmal komplett ein. So, da. Weißt du etwa nicht, dass ich hier nackt rumrenne? Stört dich das irgendwie? Du warst so langsam. Mensch, jetzt nimm den Helm, verdammt. Gib. Wieso kriege ich denn immer? Weiß ich nicht, ich stehe schon extra drauf. Los, komm zu mir. Na, ach, aus. Jetzt hast du das Eisen, ne? Jetzt hab ich das Eisen, dann mach dir das doch selber, ey. Aber ich habe nur ein Eisen. Damit kann ich nichts machen. Dann hier. Yeah. Ja, dann wird das unsere Gästerüstung. Die liebe Jessie hat sich bereit erklärt, beim Schabernack hier mitzumachen. Ich bin gerade zu doof zu Wie mache ich denn noch meine Hose? Einfach die äußeren drei und oben verbinden. Ja, ich war ein bisschen zu doof. Ja, das kenne ich. Genau, dann brauchst du noch Stickies. Denn wir haben vor der Aufnahme schon mal kurz geschaut, was wir machen könnten. Und da die Jessie eine begnadete Bauerin ist und sehr imposante Gebäude zaubert, die jetzt hier leider ein bisschen fehl am Platz noch sind, haben uns dazu entschlossen, den Marktplatz zu errichten für das Bauernviertel. Ja, richtig. Wir haben uns, wir haben kurz darüber gefachsimpelt, was man machen könnte. Und da mein Haus in so einer Art Bauernhausstil ist, wird das hier das Farmland. Es werden noch viele weitere Viertel folgen. Mein Inventar ist, nein, doch nicht voll. Und wir fangen aber, wie gesagt, mit dem Bauernviertel an. So, da, es wird gleich dunkel, ne? Das ist natürlich scheiße. Warte mal. Wo sind die Sticks? Ach, die habe ich reingepackt, ich honk. So, hier. Hast du denn ein bisschen Kohle oder sowas, dass man vielleicht ein paar Fackeln... Ja. Ich habe dir mal ein Bett da hingeschmissen. Oh, sehr schön. Das soll ich jetzt die ganze Zeit tragen? Ja. Ich nehme eins auch gleich mit. Es dämmert nur gerade und dann wäre es ja doof, wenn wir jetzt rausgehen. Wobei das hier oben ist auch noch nicht so ganz dicht. Wie gesagt, wenn eine Spinne hier runter plumpst, nicht erschrecken. Ich geh pennen. Na, ich mach die einfach platt. Ach man, jetzt... geh von mir runter. Aber ich muss jetzt auch irgendwie schlafen, damit es hell wird, ne? Richtig. Der Server läuft immer noch auf Vanilla. So, guck mal, Kopf an Kopf. Ich hätte eher zugetraut, dass du mir deine Füße an den Kopf legst, aber... Nein, so gemein bin ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, nimm mir die Betten mal mit. Für die Expedition. Mit dem Knochen im Anschlag. Ja, Kohle habe ich. Pass auf, wir nehmen ein bisschen was mit. Ich würde sagen, wir bauen uns noch eine Truhe. Damit wir zumindest Baumaterialien dort horten können. Habe ich denn Oakwood noch? Hier ist Oakwood, 64 Stück. Ja, dann nimm das einfach mal mit.
Okay. Dann machen wir uns da ein Crafting Table und bauen und ziehen uns da so ein Baustellen-Equipment halt hoch. Okay. Du hast hier alles gemacht, was du brauchst? Ja. Guti. Voll ausgestattet. Yay. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal frisch ans Werk. Und zwar habe ich vergessen, dieses Loch hier zu flicken. Das war der Creeper. Ach, Dreck. So. Du musst leider sterben. Arme Ding. Du hast es doch vorhin auch geschlagen. Aber nur geschlagen, nicht getötet. Das ist ein Unterschied. Siehst du, es muss mit den Qualen, mit den seelischen Qualen weiterleben. Na klar. Das ist doch viel grausamer als zu töten. So, ach. Das heißt, wir müssten das Ganze hier erstmal ein bisschen einebnen, würde ich sagen. Wir können dazu den Berg da hinten abtragen oder... Ja, hier ist ziemlich uneben. Wir werden schon irgendwas finden. Gehen wir auf diese Höhe? Ja, ich hätte gedacht, diese hier, da müssen wir das hier nur abtragen und nicht füllen, weißt du? Ja, klar. Das wäre vielleicht am schlauesten. Gibst du mir das Holz derweil schon? Nein. Kannst du dann ein... Ja, und du kriegst Samen im Austausch. So. Toll. Wollte ich schon immer haben. Ja, siehst du mal. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal hier durch. Die Knochen brauche ich auch nicht. So, erstmal eine Workbench. Heißt das überhaupt noch Workbench oder Crafting Table? Ich weiß es gar nicht. Und Flansch. Crafting Table. Ah, verdammtes Gras, ey. So. Ja, egal. Es bleibt jetzt hier mitten im Raum stehen. Genau, eine Chest wollte ich noch bauen eben. Damit wir zumindest unsere... Ach, jetzt bin ich schon wieder voll. Zumindest unsere Baumaterialien hier unterbringen können. So. Dann würde ich sagen, ich gehe mal ein bisschen Holz schlagen. Ein bisschen lichten das Ganze. Da ist auch noch genug Birke, ne? Mit Ü haben wir ja gelernt das letzte Mal. Weil Birke hört sich zu krampfhaft an. Wusstest du das? Nein, aber jetzt weiß ich. Ich habe letztes Mal zu hören bekommen, also in der letzten Aufnahmesession, dass ich zu verkrampft Birke sage. Und es heißt ja wohl Birke. Und mit Ü. Also, ne? Irgendwie total krank. Naja. Birke klingt aber echt ein bisschen doof. Ja, ne? Das ist das gleiche, als wenn ich Gehirn sagen würde. Oder, ne? Weiß ich nicht. Ich bleib bei Birke und, ich rede Hochdeutscher als Pesti. So. Okay. Ist das denn richtig, was ich hier gerade mache? Ich mach das einfach gerade alles weg. Ja, also mehr als abtragen kannst du da ja eh nicht, oder? Soll ich dir helfen? Na, warte, dann baue ich mir auch mal eine Schaufel. Dann packe ich mal das Birkenholz hier rein. Und ich, Idiot, habe natürlich die Sticks super. Wieder nicht mitgenommen. Das ist ja so klasse. So. Ich brauche Schaufeln und da die relativ schnell kaputt gehen und ich das Eisen vergessen habe, baue ich jetzt mal schnell hier einen Ofen. Scheiße, ey. So. Ja, ich bin super vorbereitet. Ja, merkt man. Dafür habe ich jede Menge Kohle dabei. So. Und genug Eisenohr. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, nicht eingeschmolzen. So, kann ich was für dich tun? Hast du bestimmte Vorstellungen, was die Materialwahl angeht? Also, wir sind ja jetzt hier am Marktplatz, ne? Das habe ich, Richtig. Das, genau. Da bräuchten wir eigentlich, also ich würde ja sagen, dass wir hier in der Mitte, innerhalb, also da, wo du gerade stehst eigentlich, so eine Art Brunnen bauen. Das heißt, wir bräuchten Stein. Stein oder Kobbel? Stein, weil Cobblestone würde ich für den Weg verwenden. Alles klar. Gut, dann werde ich noch einen Ofen bauen. Warte. Und dann werde ich schon mal Stein schmelzen. Und ja, Steine werden uns hier definitiv nie ausgehen. Ja. Warte mal, so, zack. Denn wir sind hier gut gesegnet, was Steinbrüche und so angeht. Also wir sind eigentlich umgeben von Bergen und so weiter. Jetzt wollte ich nur ein komplettes... Doch, ich habe eine Spitzhacke. Ja, dann werde ich mal ein bisschen Stein aus der Grube hier holen. Mhm. Weil ich habe keinen Bock, in das weit entfernte Haus, was eigentlich da um die Ecke ist, zu laufen. Deswegen hole ich mir das hierher.
So. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal zudecken hier, ne? Ja. Wenn wir da jetzt hier den Marktplatz bauen, ich glaube... Ich denke vielleicht auch schon ein bisschen zu weit, aber ich möchte das eigentlich, also die Bauten so realistisch wie möglich haben. Das heißt, wir werden eh irgendwann ein Abwassersystem brauchen, sprich eine Kanalisation, die dann unter den Gehwegen einfach langläuft. So ein 5x5 Raum oder sowas, also von Höhe und Breite meine ich jetzt. Schlauchförmig halt. Und ich denke, da kann man dieses Höhlensystem dann irgendwie mitnutzen. Ach, natürlich sind hier Gegner. Ich mache hier einfach mal, ich deck das trotzdem mal zu, ne? Also oben halt eine Ebene drauf. Ja. Dass wir hier mal eine Fläche haben. Mhm, gerne. Ich hätte vielleicht vorher im Teamspeak die ganzen Sounds ausmachen sollen. So, was ist, die habe ich grundsätzlich aus, weil die mir auch außerhalb von Aufnahmen tierisch auf die Nerven gehen. Ja, ich habe sie irgendwie angelassen, weil ich nie Teamspeak nutze und, ach, scheiße. Naja, ich hoffe, wir kommen einigermaßen damit zurecht. Wenn nicht, dann muss man halt mal die altbewährte Schnitttechnik anwenden. So, einen kompletten Stack habe ich schon voll. Es ist schön, dir bei der Arbeit zuzugucken. Das machst du richtig toll da unten. Ja, komm, vergrab mich lebendig. Ich bin dabei, aber das dauert noch ein bisschen. Du musst also noch ein bisschen da im Loch bleiben. Ja. Was man nicht alles tut für die Quote. So. Wahrscheinlich brauchst du irrsinnig viele Stacks an Steinen. Ja, weil es wird ja jetzt nicht nur bei dem Brunnen da bleiben, ne? Ja, natürlich nicht. Also jetzt aber auch nur für den Brunnen gerechnet ist das trotzdem sehr viel, weil der wird wahrscheinlich relativ groß werden. Okay. Da muss ja auch irgendwann mal Wasser rausplätschern, ne? Naja, klar. Unten gefangen werden und sowas, deswegen muss man da, glaube ich, schon ein bisschen was berechnen. Weil wir ja nicht die Möglichkeit haben, so kleine Blöcke zu bauen, sondern ja nur diese fetten Teile. Ja, das stimmt. Und ich habe schon keine Erde mehr. Das geht ja ganz schön fix hier. Ja, ne? Sonst hat man immer so eine Schwemme an Erde. Aber sobald man einmal anfängt mit Auffüllen und so weiter, dann ist die schneller weg, als einem lieb ist. Und da ich ja so ein Freak bin und ich mag es nicht, wenn unterm Gehweg noch eine Höhle ist oder so. Deswegen bin ich hinterher, dass man auch den gesamten Hohlraum dann ausfüllt. Und da verschwendet man halt noch viel mehr Blöcke, ne? Ja, ansonsten hast du ja auch die ganze Zeit irgendeine Knurre oder keine Ahnung was, weil dann unter dem Weg irgendwelche Viecher spawnen. Ja, aber viele machen das aus Faulheit. Einfach nur die oberste Schicht eben mal aufgefüllt, dass man das äußerlich nicht mehr sieht, aber unten drunter steppt der Bär. Ist nicht ganz so geil, finde ich. Nee, das mag ich auch überhaupt nicht. Und meine Schaufel ist schon kaputt. Ja, die gehen verdammt schnell kaputt. Das ist ärgerlich. Ich sehe gerade, ich brauche nur noch ein Level, dann kann ich die Boots nämlich verzaubern, so wie ich das vorhatte. Meine Diamantenstiefel. Nämlich mit verringerten Fallschaden, meine ich, und Laufgeschwindigkeit oder irgendwie sowas in der Art. Ich kenne mich da ja nicht so aus, ich muss da gleich nochmal gucken. Ich kenne mich da auch nicht aus. Also mit Verzaubern habe ich es nicht so. Ich bin ja immer noch voller Hoffnung, dass wir ein Höhlensystem finden oder in Zukunft irgendwann mal ein Höhlensystem gefunden wird, also eine Mine, dass man dieses Schienennetzwerk nicht mühsam ercraften muss. ich glaube, das wird sehr schnell sehr teuer. Ich weiß nicht, sind die Schienen noch das alte Rezept, wo man übelst viel Eisen für braucht? Ich habe ehrlich gesagt noch nie Schienen gebaut. Ich habe die grundsätzlich gefunden. Ich glaube, Schienen sind noch so das Einzigste mit, also das Einzige, nicht das Einzigste, so, wo man Gold für braucht, meine ich. Das weiß ich gar nicht. Für die Acceleration-Dings da. Ich habe mir da wirklich noch nie irgendwie ein Rezept angeguckt. So, mal ein bisschen hier fackeltechnisch abstecken. Denn es dämmert schon wieder, es geht ratzfatz hier. Was wollte ich mir denn jetzt gerade machen? Ach so, genau, ich wollte mir eine Schaufel. Ich habe mir übrigens ein bisschen von deinem Iron hier genommen. Ja, mach ruhig. Dafür ist es da. Sind das schon fertig?
Ja, dann würde ich sagen, ab in die Kiste damit. Dann können wir nämlich den Ofen auch für Steinschmelzen benutzen. So, ich werde mal fix mein Bett aufschlagen. Oder willst du nicht pennen? Da hinten bist du. Doch, doch. Weil sonst sind wir gleich hier voll umgeben von Monsterhorden. Ich muss mal schauen, wie ich mich heute hinlege. So vielleicht. Ja, hast ja ein paar Möglichkeiten. So schlafen unter freiem Himmel habe ich ehrlich gesagt selten gemacht. Ich habe das schon wirklich relativ häufig gemacht. Echt? Ja. Und ich glaube, ich muss mir mal eine Kuh schlachten. Da hinten steht eine, weil ich habe so langsam Hunger. Achso, ich habe noch einen Raw Mutton und Äpfel, aber ich glaube, das wird der Dame nicht genügen. Nein, ich brauche Fleisch. Yay. Ja, das kann ich nachvollziehen. Oh, da ist noch eine. Da ist noch eine Kuh. Wir haben ja genug Kohle, ne? Das heißt, ich kann das ja, schon... Ja, ich habe noch zwei volle Stacks und ja. Hier liegen auch Eier rum. Siehst du noch irgendwo eine Kuh? Ich hab die beiden, die wir hier hatten, habe ich jetzt platt gemacht. Ich bin hier gerade mit den Zombies zugange. Warte mal. Ja, hier sind noch welche. Ich bringe dir die einfach. Ich muss mal ganz kurz hier mein Fleisch braten. Ich nehme mal kurz deinen Stein daraus. Also Kühe und Schafe kannst du ruhig schlachten, weil die habe ich ja im Gehege. Das heißt, deren ja, Nachversorgung ist, also für deren Nachhaltigkeit ist gesorgt. Schweine bitte nicht, da habe ich nämlich noch kein Gehege. Und Hühner, boah, ja, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob die Legebatterie überhaupt noch funktioniert. Hier gibt es keine Freilandhühner. Also, Schweine brauchst du dir keine Gedanken machen. Ich mag eh nicht so gerne Schweinefleisch, von dem her. Ich halte mich einfach an die Kühe, okay, die ich finde. Mhm. Wobei Schafe jetzt natürlich auch Matten geben, das ist auch gar nicht so schlecht. Matten? Ja, Lammkeulen halt, ne? Die geben doch jetzt auch Fleisch. Aber das schmeckt doch, also es gibt doch kaum Dingens dazu, ne? Hier, Essen. Ja, du kannst die halt in den Ofen schmeißen. Ja, aber wenn du sie isst, dann kriegst du hier unten halt bei deinen Keulen, die du hast, nicht so viele Keulen dazu. Weißt du, was ich meine? Also der Balken will Hunger. Mhm. Davon rede ich. Ja. Verstehst dich, was ich meine, oder? Doch, irgendwie schon. Ich habe auch noch Brot im Angebot. Ich pack das mal in die Kiste. Oder lass uns die Nahrungsmittel einfach hier in die Kiste packen. Ich habe übrigens noch 11 gebratene Steaks. Das war noch vom letzten Exkurs, meine ich. Da habe ich mich ein bisschen eingedeckt. Keine Gnade für die Tiere. Gut. Wie gesagt, die Steine schmelzen. Steine schmelzen, eigentlich ist das total falsch, ne? Ist es das? Man kann doch keine Steine schmelzen. Also, man kann die höchstens... Ich hab's noch nicht versucht, also. Man kann die doch höchstens brennen. Also, so wie Ton, aber dann ist es ja Ton und kein Stein. Ach, ich habe keine Ahnung. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Vielleicht habe ich jetzt einen Denkanstoß gegeben. Ja. Was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte mir auch Schaufel machen, damit ich dich hier unterstützen kann. Und du solltest vielleicht nicht darunter fallen. Das habe ich gerade auch gemerkt, ja, aber ich, ja, da waren überall Löcher. Natürlich. Ich wusste nicht, dass es hier so unsicher ist auf der Baustelle. Nein, die ist doch nach deutschem Standard abgesichert. Dann ist der Standard aber nicht so gut. Ja, nein. Okay, warte. Ich packe hier auch mal die Kohle rein. Weil da unten in der Höhle ist noch jede Menge Kohle. Ja, mal schauen. Wir machen einfach mal unirritiert hier weiter.